Für die, die heute kommen sind, wir haben eine ganz besondere Venus-Einstrahlung an dem Wochenende, nicht nur Maya-Thema, sondern auch Venus-Einstrahlung. Und als wir uns unterhalten haben über welchen Vortrag und so, was er mir angeboten hat, und dann sagt er, ach ja, wir können ja die Venus-Engel machen, willkommen bei 2012, sage ich, klingt gut, nicht immer, was passiert 2012, sondern wir sind schon angekommen. Wir sind in der Energie angekommen, weil dieses Wochenende ist die Energie wie beim Maya-Kosmogramm wie 2012. Und vor einer Woche habe ich eine E-Mail gekriegt von Werner Neuner, den Sie vielleicht auch kennen. Und da hieß Venus-Einstrahlung an dem Wochenende, genial. Sage ich, klasse, habe ich das richtige Wochenende ausgesucht. Und du hast das Thema schon gehabt und hast die Engel mitgebracht. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was die Venus-Engel für uns mitgebracht haben mit dem Andreas Bader. Willkommen. Ja, hallo, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, vor diesem großen Auditorium hier sprechen zu dürfen. Und für die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Andreas Bader und arbeite seit über 11 Jahren zusammen mit meiner Seelenhälfte als göttlicher Energiekanal. Also wir sind beides Engelmedien und wohnen am Ammersee und tun dort unsere Arbeit. Wir bieten ein breites Spektrum an von Meditationen, die wöchentlich stattfinden, die auch an verschiedenen Orten stattfinden. Wir machen Seminare und Einzelsitzungen der verschiedensten Formen, innere Reisen, planetares Tönen und also auf sehr vielfältigen Ebenen sind wir sozusagen tätig. Und im Laufe der vielen Jahre, da wir unseren spirituellen Weg gemeinsam gehen, ist das Schöne, dass sich immer mehr Energien dazu gemeldet haben, unter anderem eben auch die besagten Venusengel. Und das war ungefähr im Jahre 2003, wo die sich das erste Mal gemeldet haben. Und zwar haben wir damals eine Traumschulung gemacht, die von Engeln geleitet worden ist. Und da haben sich dann spontan die Venusengel gemeldet, um diese Traumschulung auch zu leiten. Und das war für alle ein sehr intensives Erlebnis. Und das deutet im Grunde genommen schon an, wofür die Venusengel auch stehen und was auch das ist, was Sie sozusagen heute Abend mit nach Hause nehmen können. Denn die Venusengel begleiten uns sehr stark nachts. Also wer sich dafür geöffnet hat, wird in die feinstofflichen Tempel der Venus geleitet und erhält dort Schulungen. Die Venusengel sind sehr stark für Heilenergien zuständig. Und zwar Heilung für Körper, Geist und Seele. Das heißt, wenn wir uns nachts ausrichten, wenn wir träumen und wenn wir einen Zugang dazu haben und dieser Zugang wird zum Beispiel nachher auch in der Meditation geschaffen werden, dann fällt es unserer Seele leicht, sozusagen in diese feinstofflichen Tempel zu gehen und dort hochpotenzierte Informationen und Heilschwingungen aufzunehmen. Das heißt, es sind sehr hohe Erkenntnisenergien, die uns da gebracht werden und uns durchwirken. Und es sind sehr hohe Heilungsschwingungen. Und das ist wie hochpotenzierte Dosen von reinem Licht, von reiner Energie, die wir da aufnehmen und die sich dann in unserem Körper ausbreiten, in unseren feinstofflichen Körpern ausbreiten und auch in unserem Bewusstsein natürlich ausbreiten. Warum ausgerechnet die Venusengel? Also Sie haben ja eben schon gehört, dass wir jetzt in einer besonderen Venus-Einstrahlung sind. Und die Venus-Einstrahlung, das wissen Sie vielleicht auch, und die Venusengel haben auch zu Jesu-Zeiten eine sehr zentrale Rolle gespielt. Also Jesus selbst und die Jünger und alle, die ihn kannten, sind sehr stark auch von der Venus begleitet worden und den Venusengeln. Und das hat auch seinen guten Grund, weil die Venusengel uns den Weg vorausgegangen sind. Vor zig Millionen von Jahren hat die Venus ihren Aufstieg gemacht und es sind eben auf der Venus sehr hochschwingende Wesen
Und da Sie sich heute Abend für diesen Vortrag geöffnet haben und interessiert haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie alles reife und alte Seelen sind, die da auch einen Zugang haben zu diesem Planeten Venus und auch zu diesen Wesen. Und vielleicht werden Sie sich dann auch nachher in der Meditation sehr geborgen fühlen. Es geht also in der Hauptsache, schöne Musik, danke. Also es geht in meinem Vortrag, was sicherlich sich wieder gut ergänzt zu dem Vortrag vorher, gar nicht so sehr um viel Reden und viel kognitives Aufnehmen, sondern es geht tatsächlich um die Schwingung der Liebe, die Schwingung der Erkenntnis. Und es geht darum, auch energetische Leitungen, energetische Bahnen zu schaffen und ganz einfach die Venusengel zu genießen. Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir sind, in der Wellen des Lichtes uns immer stärker treffen, beziehungsweise durch uns durchgehen. Und ich glaube, viele von uns oder ich selbst auch oft unterschätzen diese Zeit. Das heißt also, das, was früher in Einweihungsschulen gelehrt worden ist oder frühere Leben, wo Menschen zur Meisterschaft geführt worden ist, das ist ja das, was wir in diesen Tagen, in diesen Jahren durchmachen. Das heißt, wir kriegen solche Energien, solche Lichtwellen, die wir aufnehmen können und sollen oder letztendlich auch müssen, die uns zur Meisterschaft führen und die uns zur eigenen göttlichen Persönlichkeit führen. Und um das mal mit anderen Worten auszudrücken, das ist natürlich ein Hammerprogramm für Körper, Geist und Seele, diese Durchlichtung, die wir auch bis zum Jahr 2012 durchmachen. Und in dieser Zeit und auch in der kommenden Zeit ist es von sehr großer Bedeutung, dass wir in der Lage sind, uns wirklich immer wieder sehr stark zu erden und sehr stark zu zentrieren und uns wirklich einfach auch versorgen zu lassen von den Engeln dahingehend, dass sie die ganzen Energiekörper immer wieder angleichen und uns sehr stark reinigen. Die Venusengel sind sehr stark, wie ich gesagt habe, schon mit dem Christuslicht in Verbindung. Und es ist reines weißes Licht, was wir da aufnehmen, sind sehr, sehr hohe Liebesschwingungen. Und für mich sind es auch sehr vertraute Begleiter. Das heißt, wenn ich feinstofflich Kontakt aufnehme mit den Venusengeln, dann habe ich das Gefühl, es sind gute alte Bekannte, die mich auch schon in anderen Leben begleitet haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es vielen von Ihnen vielleicht auch so geht, auch wenn das vielleicht nicht im Bewusstsein ist. Und so denke ich, werden die Venusengel uns heute Abend sozusagen diesen Ausgleich auch verschaffen. Also ich denke mal, nach einem solchen Tag mit so viel Programm und mit so viel Input ist ja die Gefahr, dass man auch ein bisschen abgefüllt ist. Und da geht es darum, dass die Energiekörper wieder ausgeglichen werden und dass man ganz bei sich selbst ankommt und bei der göttlichen Mitte. Ja, und das werden wir heute Abend tun. Wir werden die Venusengel gleich zu Wort kommen lassen. Es kann auch sein, dass sich Joshua meldet. Der ist sehr stark verbunden mit der Venusenergie, wie ich schon gesagt habe, aber ich weiß selbst nicht genau, was kommen wird. Ich öffne mich einfach und dann schauen wir, was die Engel uns heute Abend geben wollen. Ja, gut. Ich fange an mit einem Tönen. Also nicht erschrecken. Es kann ein klein bisschen lauter werden, auch sehr leise sein. Weitgehend nicht dissonant. Ich gucke einfach, was da kommt. Und das öffnet einfach unsere Energiekörper, lässt uns so ein bisschen in die Venus-Schwingung kommen. Ja, viel Spaß.
Aus meinem tiefen Herzen, in sehr großer Freude und in sehr großer Dankbarkeit begrüße ich euch in euren weit geöffneten Herzen und weit geöffneten Bewusstsein. Joshua spricht. Und so freue ich mich sehr, dass ihr alle eure Herzen sehr, sehr weit geöffnet habt. Für diese wunderbare Zeitqualität der göttlichen Verwandlung und Umwandlung, der göttlichen Alchemie in euch selbst. Ihr alle habt in eurem Herzen ein sehr, sehr tiefes Ja gesprochen zu eurer ureigensten göttlichen Persönlichkeit und zu eurer ureigensten göttlichen Bestimmung. Und so, liebe Freunde, dürfen wir jetzt gemeinsam eintauchen in das wunderbare Liebeslicht in unserem Herzen, in das hellstrahlende Christuslicht,
in das geheiligte göttliche Ich Bin. Und so bitte ich euch, euer Herzzentrum mit einem tiefen Atemzug noch weiter zu öffnen, wie eine erblühende Rose. Und indem wir uns, unsere Herzensrose, ganz deutlich und plastisch vorstellen, sind uns die uns umgebenden Engel und Lichtwesen vom Planeten Venus jetzt dabei behilflich, unser Herzzentrum ganz weit zu öffnen, die Farben und Formen unserer Herzensrose nehmen wir deutlich